The Marvels läuft seit 18. November im Kino. Der Film macht definitiv Spaß und die Zeit vergeht recht schnell, was vielleicht auch an der relativ kurzen Laufzeit für einen MCU-Film betrifft von 105 Minuten. Und das tut dem Film allerdings verdammt gut. Der Humor ist für mich weitgehend gelungen und erinnert teilweise auch an die Guardians of the Galaxy-Filme. Und in diesem Bezug, in dieser Connection, gibt's auch eine etwas größere Sequenz hier im Film, die für mich so eine Mischung aus Amüsement und Fremdscham war. Der Spagat hier ist allerdings verdammt gut gelungen, denn es hätte wirklich komplett in Fremdscham, ins Fremdschämen so rüber driften können, aber da ist der Spagat wirklich gut gelungen, dass das Ding nicht einfach nur peinlich und zum Fremdschämen war, sondern auch wirklich lustig. Die Antagonistin des Films ist relativ austauschbar und verschenkt. Ja, so ein bisschen angry und der Hintergrund, ihre Motivation und so, schön und gut, passt alles. Aber so wirklich bedrohlich wirkt sie hier für mich nicht. Aber doch damit war ich relativ fein. Trotzdem hat es für die Story, die zwar nachher, sag ich mal, auf den Bierdeckel passt, hat es gereicht. Aber wer sich, sag ich mal, über solche austauschbaren Bösewichte nach über 20 MCU-Filmen immer noch aufregt und sagt, finde ich scheiße, frage mich, warum guckt man das dann noch? Also mir hat es trotzdem gefallen, auch wenn der Antagonist, also die Antagonistin austauschbar war. Sam Jackson als Nick Fury war hier wirklich in Topform und hat auch richtig Bock gemacht und hat auch für wirklich ein paar richtig, richtig geile Momente in diesem Film gesorgt. Und Kamala Khan als Miss Marvel, wirklich, die ist hier so das, ja, muss sagen, ist hier das Herzstück des Films. Und sie und ihre Familie, die auch schon seit der ersten Staffel von Miss Marvel, die man ja vielleicht auf Disney Plus schon gesehen hat, wenn nicht, schaut mal rein, wirklich ultra sympathisch durchweg und sorgen auch für wirklich gute Momente in diesem Film. Trotz drei Hauptcharakteren, Nick Fury lasse ich mal so ein bisschen raus, also Miss Marvel, Captain Marvel und Monica Rambeau, hat jeder genug Screentime hier bekommen. Und zudem schaffen es die Charaktere, sich innerhalb dieses Films auch ordentlich weiterzuentwickeln. Das Ende des Films, also das Finale, das ging mir dann doch alles so ein bisschen holterdiepolter. Das war alles ein bisschen fix abgefrühstückt, wo ich so in Kurzform sage, Schauwerte, hui, Spannung, hui. Der Film an sich schließt tatsächlich ein paar Dinge aus dem MCU jetzt ab, insbesondere auch aus Phase 4, und stellt deutliche Weichen für kommende Projekte, von denen ein paar auch schon direkt quasi vor der Haustür stehen. Ja, damit kommen wir auch schon zum Fazit. The Marvels ist jetzt kein Meisterwerk innerhalb des MCU, aber bietet erfrischend kurzweilige Unterhaltung mit netter Action und gutem Humor, der zwar manchmal an seine Grenzen, aber niemals drüber geht. Alle Charaktere haben genug Screentime, harmonieren gut miteinander und haben genug Raum, sich weiterzuentwickeln, den sie auch nutzen. Die kurze Laufzeit tut dem Film definitiv gut und es gibt fast keine Längen. Innerhalb des Films gibt es auch zwei coole Cameos aus bereits etablierten MCU-Charakteren und die wurden hier wirklich sehr nice mit eingebracht. Also Grinsen stand mir definitiv auf dem Gesicht, als das Ganze, als man die zwei Personen gesehen hat. Es gibt insgesamt zwei Credit-Scenen. Die erste, die Mid-Credit-Scene, die ist was für Comic-Kenner, Schrägstrich, erfahrene Comic-Movie-Watcher. Und ich sag's euch, die lässt euch jubeln. Also das ist wirklich... Ich habe beim Kino so, what? Mega. Also das war richtig, 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 richtig geiler Stoff. Und da freue ich mich schon, wie es dann weitergeht. Und es gibt eine Post-Credit-Scene, die ist aber nur zu hören. Da hört man nochmal Goose, macht es eigentlich ein bisschen mehr und da hört man diese, also diese Schlürfgeräusche, die dann passieren, wenn dann die Tentakel aus dem Maul schießen. Dafür lohnt es sich definitiv nicht sitzen zu bleiben. Das kommt halt zum Schluss, das Marvel Studios Logo nochmal eingeblendet wird nach den Credits. Und das war's. Also wenn ihr die Mid-Credit-Scene gesehen habt, könnt ihr den Saal verlassen. Da verpasst ihr nichts mehr. Insgesamt gebe ich dem Film eben, weil er mich so gut unterhalten hat, trotz seiner Minuspunkte, die ja zwar nicht so viel sind, aber trotzdem bekommt er von mir wirklich, hat Spaß gemacht, 7 von 10 möglichen Punkten. Und ich frage dich, hast du auch vor The Marvels ins Kino, im Kino zu sehen oder hast ihn schon gesehen? Haust du mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Bye bye. So, das war's für heute. Ich danke dir fürs Einschalten. Lass mir gerne auch ein Abo da. Ich halte jetzt endlich die Klappe und bin raus.